so, das ist wahrscheinlich erstmal so ein Schuss, der sich aufladen muss, okay. Da ist ein weißes Seil, das hat was zu bedeuten. Oh Gott, nein, er ist verletzt. So brutal. Ach, ich weiß, glaube ich, was dieses Fall, dieses weiße Seil bedeutet. Das ist, glaube ich. Entschuldige. Ja, ist so. Ein Fähigkeitspunkt finden Sie im Lager. Yay. Kann ich die Pfeile auch wieder mitnehmen? Boah, Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Ja, okay. Ist gerade ein bisschen doof, dass ich selbst nicht rennen kann, oder? Geht das? Nee, das ist Schießen. Naja, kann irgendwie gerade selbst nicht rennen. Können Sie mit Fleisch ins Lager zurück? Ich würde gerne mal wissen, was hier drin ist. Nichts. Kann man auf jeden Fall reingucken. Sieht jetzt nicht so aus, als ob da drinnen was drin wäre. Wie ist es, ob man da rein sollte? Egal. Lagerer. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Visual Instinct. Halten Sie Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Ja. Überlebenskunst. Sammeln Sie zusätzlich Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmittelruhen. Truhen, Ben. Verbessertes Bergen. Durchsuchen Sie Kiste und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Knochensammler, belohnen Sie Tierkadaver, sorgfältig erhalten Sie zusätzliche Bergungsgut. Pfeile wiederfinden. Finden Bogenschützen, ziehen Ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Ah. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu bekommen. Diese Kletterfähigkeiten. Orientierung, setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnung zu finden. Und Kartografie. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf Ihrer Karte verzeichnet. Ich würde das gerne mit den Pfeilen haben. Pfeile wiederfinden. Würden Sie mit dem Bogen getötete Pfeile für Feinde oder Tiere, um Ihre Pfeile zu bergsherrschen. Ach, hier haben wir noch Jäger. Überleben. Ach, das ist schon Überleben, was wir gemacht haben mit dem Pfeil. Ich dachte, wir könnten irgendwo unsere Gesundheit noch ein bisschen aufpeppen. Jetzt schon. Sie sind konzentriert. Haben Sie mehr Zeit, um Ihren Bogen zu zielen? Ja. Und sonst kann man sagen, Sie Beutel und Taschen effektiv vor allem mehr Munition transportieren. Okay. Dann das sind Überlebens-Upgrades und Jäger-Upgrades. Alles klar. So, Fähigkeiten? Was? Ach, der Rest ist nicht verfügbar. Schade. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht.
Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Nicht stehen bleiben. Musik. Oh. Okay. Ding hier offen. Ist jemand hier? Natürlich gehen wir da jetzt rein, ne? Wir haben keine Ahnung, wie die Tür hier aufgegangen ist, aber wir gehen erstmal rein. Oh, diese vielen Cutscenes, ne? Vielleicht der hier lang. Na klar. Verdammt. Hinuntersteigen. Okay, ich kann nur hinuntersteigen. Nee, Mac. Absperren? Ja. Was sind das für Zeichen? Frag mich auch. Alter, was ist denn das hier? Warum sind hier so viele Totenköpfe? Oh Gott. Das ist verrückt. Ja, mach Sachen, Galara. Wie das alles despawnt. Ja, mal was. Diese traditionelle Nomas gestellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Ich habe kein Dings, ne? Wir kriegen ja noch so ein... Ich brauche was zum Aufstellen. Den da Ausrüstung, genau. Da haben wir's doch. Da haben wir's doch. Stein. Stemmaxt. Nicht Steinaxt. No one leaves. Das klingt schon wieder vielversprechend. Warum singt hier jetzt keiner mehr? Doch, jetzt. Hier. Okay. Okay. Obwohl, nee, machen wir so, ne? Auch nicht? So? Auch nicht? Ach. Vielleicht nehmen wir einfach die Leiter, die da ist. Aber es wäre ja schon wieder zu einfach, ne? Wenn wir einfach die Leiter nehmen würden. So
Sam? Fackel zu löschen. Huch. Okay. Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Raum. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Ihr wirkt seltsam. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steig ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Ja, klar. Sam! Jetzt auch noch das. Ja, super. Wo? Wo denn? Ich sehe nichts. Irgendwie befreien schnell. Wow. Weg. Alter Lara, halt dich doch an. Lass los! Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Roth, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich. Nein! Muss mich nochmal kurz ausruhen. Ja. Sieht man doch. Ah!
Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Nicht so schlimm. So, nicht so schlimm. Stoßen Sie zu Whitman. Nicht eigentlich hier direkt. Oh ja, das geht. Das ist das andere beide. Okay. Ich bin Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance. Gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Okay. Laras Tagebücher. Es hat begonnen. Oder was? Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko, sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Galerie freigeschaltet, Hauptmenü Extras, okay. Wollen wir eine Fackel? Hat mal jemand eine Fackel? Kann ich selbst eine Fackel machen? Ja. Ist ja nicht so, Lara, dass du ja auch einfach ans Lagerfeuer gehen kannst, um die Fackel anzuzünden, ne? Nur so just by the way. Was gibt's hier Schönes? Bergungsgut. Sammeln Sie Bergungsgut und Basislager Waffen-Upgrades durchzuführen. Okay, habe ich jetzt. Beides nicht verfügbar. Okay. Geht wohl noch nicht. Oh. Was haben wir hier denn Schönes? Ja, Lara, nimm doch einfach nur deine Axt nicht stabil genug. Ach, danke. Erforderlich sammeln Sie Bergungsgut für ein Upgrade der Axt. Gut. Schön, dass wir drüber geredet haben. Hier oben, ich hab was gefunden. Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist ein großes Tor. Wieso, nur weil der was gefunden hat, heißt das noch lange nicht, dass es schlimm ist, Lara. Bleib mal ruhig. Oh, mal Bergungsgut. Ich find's übrigens doof, dass ich hier nicht manuell rennen kann. Achso, ich könnte nur eine Fackel anzünden. Ausweichmanöver. Oh! Und Nummer 1. Das war Nummer 2. Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Ist so. Weißt du, er ist der komische Matthias. Und jetzt der komische Doktor hier. Oh, Beine. Nice. Ich wollte eigentlich nur wissen, was das hier ist. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Das ist immer gut. Ich finde es übrigens schön, dass die Texte alle vorgelesen werden. So muss ich nicht lesen. Bin Faulheitslevel over 9000.
Okay. Glaslaternen, um sie zu zerstören und ein Feuer zu legen. Okay. Ah, okay. So, alles mal einmal despawnen, bitte. Danke. Aha. Grab des Abenteurers. Nationales Grab. Okay, hier sind Pfeile. Will ich haben. Wie viele Pfeile kann ich eigentlich mitnehmen? Kann ich hier ranspringen? Nein. Hier kann ich hochspringen. Bis zur Hölle. Okay.